Heyo Leute, Crimex hier, was geht euer Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute. Wir sind heute mal wieder hier bei unserem wunderschönen Haus, Leute. Lange ist es her, lange waren wir nicht mehr hier in GTA gewesen. Ich habe richtig Bock, Freunde. Wir gehen auf jeden Fall heute mal wieder raus in die Stadt und checken mal ab, was unsere ganzen Freunde so machen, Leute. Russik, Armee, Touren und so weiter und so fort. Wir gehen direkt mal raus, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr GTA genauso sehr vermisst habt wie ich, Leute. Und Leute, ich wollte ja eigentlich gerade zu unserem Auto gehen, zu dem Rolls-Royce Cullinan, aber was ist das hier, Leute? Hä? Warum steht hier auf einmal einfach ein Rollstuhl bei uns in der Einfahrt? Warte mal, Leute, da steht auch ein Handy auf dem Rollstuhl drauf. Warte mal, wir nehmen mal ganz kurz das Handy. Da steht auch ein verpasster Anruf. Warte mal, wir nehmen das mal ganz kurz. Hä? Hallo? Guten Tag, sind Sie ein Crimex? Ja, wer sind Sie denn? Sind Sie bereit für das Abenteuer Ihres Lebens? Das Abenteuer unseres Lebens? Ja, ich bin bereit für... Aber was macht dieser Rollstuhl hier in meiner Einfahrt? Und wer sind Sie? Setzen Sie sich auf den Rollstuhl. Okay, aber ich kann laufen. Ich brauche keinen Rollstuhl. Sie setzen sich jetzt auf den Rollstuhl. Ja, okay, ich bin drauf, ja? Und jetzt schließen Sie die Augen und drücken den rechten Knopf auf dem Rollstuhl. Ja, okay, was passiert dann? Aber können Sie mir erst sagen, was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Nein, drücken Sie den Knopf bitte. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich leg mal auf, ja, ich drücke jetzt mal den Knopf. Bis gleich. Okay, Leute, warte mal, er hat bis gleich gesagt, warum ist gleich? Egal, wir drücken jetzt mal den Knopf in 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, Leute, was war das denn? Guten Tag, Crimex. Hallo, wer sind Sie? Ich bin der Game Master. Der Game Master? Okay, ja. Was willst du von mir, Game Master? Kommen Sie bitte mit. Okay. Ja, für die erste Disziplin müssen Sie mit dem Rollstuhl diese kleine Rampe runterfahren. Kleine Rampe? Sie ist ein bisschen steil. Die Rampe hier ist doch locker 500 Meter hoch. Wenn Sie diese Herausforderung schaffen, wird Ihr Auto geupgradet. Dann bekomme ich ein Upgrade? Okay. Viel Glück. Ja, gut, okay, tschüss. Hä, Leute, warte mal. Wir kriegen ein Upgrade, wenn wir die Herausforderung schaffen? Warte mal, Leute, sowas haben wir doch schon mal gemacht. Bekommen wir heute wieder Challenges und das Auto upgradet sich immer? Das heißt, das hier ist das Level 0 Auto, einfach ein Rollstuhl. Aber irgendwie mein gesunder Menschenverstand, Leute, sagt mir, wir sollten nicht mit einem Rollstuhl hier diese Megarampe runterfahren. Aber andererseits werden wir sonst nie erfahren, was das nächste Upgrade sein wird. Leute, seid ihr bereit dafür? Wir werden es jetzt machen. 3, 2, 1, jetzt liken und abonnieren. Oh mein Gott, wir machen einen Frontflip. Wow, ey Leute, das geht so steil. Wow, Alter, wow. Oh, okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Alter, was war das, Leute? Das war so steil gerade, wir sind eigentlich fast nur runtergefallen. Ja, wo ist denn jetzt hier der Game Master? Hallo, wo sind Sie? Sie bekommen Ihr Upgrade. Hä, was war das denn? Hallo? Hä? Ey, Leute, was ist denn jetzt los? Kriegen wir jetzt hier ein Upgrade oder was? Warte mal, hört ihr das, Leute? Mein Handy klingelt. Wir gehen mal ran. Hallo? Herzlichen Glückwunsch, Jack Remix. Game Master, bist du das? Upgrade? Okay. Ja, wie bekomme ich denn mein Upgrade? Ich bin hier irgendwo nirgendwo. Steig auf deinen Rollstuhl und schließ die Augen. Okay, Leute. Gut, ich mach das jetzt mal. Tschüss. Okay, Leute, bekomme ich jetzt hier mein Upgrade? Hä? Leute, warte mal. Merkt ihr das? Hört ihr das? Was passiert hier? Oh mein Gott, Leute, mein Upgrade. Wow. Herzlichen Glückwunsch, Jack Remix. Ihre nächste Disziplin ist es. Fahren Sie mit dem kleinen Fahrzeug in die Bank. Und bekommen Sie das Geld daraus, ohne erwischt zu werden. Okay, Game Master. Ey, warte mal, Leute, das ist jetzt hier das Upgrade? Ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwie ein Lambo, Ferrari oder sowas. Stattdessen haben wir hier so ein kleines Mini-Auto. Mann, aber warte mal, mit dem kleinen Mini-Auto, die nächste Challenge ist es ja, die Bank auszurauben. Ich glaube, damit könnte das gut funktionieren, weil damit können wir einfach in die Bank reinfahren, Leute. Okay, wisst ihr was? Wir werden es machen, um das nächste Upgrade zu erhalten. Let's go, Leute, wir fahren zur Bank. Oh, Leute, wir sind jetzt hier bei der Bank angekommen. Ey, denkt ihr, das geht gut, hier damit die Bank auszurauben mit so einem kleinen Spielzeugauto? Ich weiß ja nicht, Leute. Wow, wir können sogar springen damit. Okay, na gut, wenn uns der Game Master das sagt, hier sind auch einige Kunden. Wir dürfen jetzt nur nicht zu sehr auffallen. Okay, wir springen da jetzt bereit. Wow. Oh mein Gott, das Auto ist irgendwie zu leicht, um da reinzukommen. Okay, versuchen wir es nochmal. Oh, wow.
Ey, Mann. Ey, Leute, das ist voll das Problem. Das sind irgendwie Sicherheitstüren oder so. Das Auto ist zu leicht. Wir müssen warten, bis da ein Kunde reinläuft. Warte mal, da kommt einer. Das ist unser Moment. Wir müssen hinterher. Wow, Alter. Leute, wir sind einfach in der Bank drin. Wir sind einfach durch die Tür hier gesprungen. Okay, Leute, so. Wir sind jetzt hier unterwegs mit einem Spielzeugauto. Wir dürfen jetzt hier nicht auffallen. Wir kriegen direkt 5 Sterne, wenn das auffällt. Wir sind überall Securities. Okay. Warte, hier ist wieder so eine Sicherheitstür. Wir müssen da wieder durchfahren, wenn der uns hier gerade die Tür aufhält. Nicht auffallen, Leute. Okay, wir müssen hier auf die Frauen aufpassen. Da sind Securities. Alles gut. Niemand hat uns bis jetzt bemerkt. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wo geht's hier in den Tresorraum runter? Leute, wir müssen vielleicht mal warten, ob hier irgendein Bankmanager, oder warte mal, guck mal, der Typ, der sieht aus, als würde er hier arbeiten. Sieht irgendwie aus wie so jemand, der hier vielleicht irgendwas zu melden hat, Leute, mit dieser roten Weste. Vielleicht geht der jetzt in so Mitarbeiterräume rein. Wir werden ihn jetzt mal verfolgen. Oh, Leute, der Plan geht echt voll gut auf. Oh, so, sehr gut, Leute, wir kommen wieder rein, ja. Alter, wir sind hier im Mitarbeiterbereich drin. Und niemandem fällt es einfach auf, die sind ja total lost. Wir rauben jetzt hier gleich die Bank aus. Oh, hier geht's die Treppe runter. Hier geht's einfach die Treppe runter. Sprungfunktion anmachen. Let's go. Oh, nicht umfallen. Wow. Noch ein Stück. Wow, hier ist echt ziemlich dunkel hier unten drin. Okay. So, ja. Wow. Komm runter, kleines Spielzeugauto. Der gibt hier den Code gerade ein. Seht ihr das? Der gibt den Code ein. Er fragt sich irgendwie gar nicht, warum er von einem Spielzeugauto verfolgt wird. Nein, Leute, wir haben vergessen. Wir haben es verpasst, die Tür hier reinzugehen. Oh nein, das ist gar nicht gut. Okay, Leute, vielleicht müssen wir jetzt ganz kurz aus dem Auto rausgehen. Oh, Leute, wir sind jetzt hier ausgestiegen. Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie reinkommen. Warte mal, vielleicht können wir das Schloss hier aufschießen. Ja, oh mein Gott, es funktioniert. Okay, sehr gut. Hey, da steht jemand. Weg mit dir. Hey, hier stehen bleiben. Wow. So, Junge. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich werde dich nicht in Ruhe lassen. Wo ist hier der geheime Banktresor? Verdammt, wie kam es nicht hier rein? Wie kam es nicht hier rein? Ja, das hat dich nicht zu interessieren, wie ich hier reinkomme. Oh mein Gott, ja. So. Bitte, ich will doch leben. Oh mein Gott, da hinten ist der Riesentresor, Leute. So, da werden wir einbrechen und dann haben wir die nächste Challenge bestanden. Ich gebe Ihnen den Code, ja? Ja, los, gib ich den Code ein. So. Hä? Warte mal, Fehler. Falscher Code. Hey, mach keine Spielchen. Gib den richtigen Code ein. Ja, Moment mal. Nochmal. Leute, hört ihr das schon wieder? Schon wieder falsches Signal. Ey, du bringst mir gar nichts. Ich werde die Tür aufsprengen. Weißt du was? Ich weiß nicht. Weißt du was? Du hast gut gearbeitet. Los, hau ab. Rette dich. Komm nicht wieder. Okay, Leute, wir müssen das irgendwie selbst machen. Wir müssen irgendwie hier die Tür aufsprengen. Aber dafür haben wir zum Glück hier Haftbomben dabei. So, was denkt ihr, wie viele Haftbomben brauchen wir? 2, 3... 4, alle guten Dinge sind 5. Bam! Oh mein Gott! Okay, die Tür ist auf. Wow! Alter, wie viel Geld hier drin ist. Woohoo! Und Gold auch noch. Okay, Leute, ich weiß jetzt natürlich nicht, was der Game Master von mir will. Wisst ihr was? Wir können ja einfach mal so ein paar Goldbatzen hier mitnehmen. So, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Zack, hier. So, alles schön einstecken, ja. Oh, nein, Leute. Nein. Wir müssen uns beeilen. Oh mein Gott, was? Wir haben 5 Sterne bekommen. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, das reicht. Wir haben genug Geld eingesackt. Ist mir jetzt egal, was der Game Master sagt. Wir hauen jetzt hier ab, Leute. Oh, ich hoffe, das zählt als Challenge bestanden, weil ich glaube, mit so einem kleinen Bummi-Auto können wir hier ganz schlecht abhauen. Oh nein, Leute, wo ist denn hier der Ausgang? Die drehen ja da oben schon völlig durch, Leute. Wir müssen hier schnell raus. Oh, warte, genau hier aus der Richtung kamen wir. Okay, hier ist das kleine Auto. So, schnell rein da und dann fahren wir hier raus, Leute. Let's go. Wow! Oh mein Gott, okay, Leute, wir sind hier raus, aber hier ist überall Polizei. Ey, Game Master, das wäre jetzt der richtige Moment, um mich anzurufen. Oh, wie sollen wir denn so 5 Sterne loswerden? Oh, Leute, warte mal. Herzlichen Glückwunsch, Jack Crimex. Ja, hallo. Herzlichen Glückwunsch, du hast das nächste Update freigeschaltet. Ja, okay, danke schön. Wir drücken den Knopf im kleinen Auto. Oh, okay, Leute, wir drücken jetzt den Knopf, dann kriegen wir das nächste Upgrade in 3, 2, 1, let's go. Wow, Alter, was? Leute, das ist dieser neue Ferrari-SUV, dieser Pro Sanquo oder wie der heißt, Leute. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Wow, wie krass. Alter, okay, der Game Master gibt uns wirklich krasse Autos. Game Master, danke schön für dieses krasse Auto. Was ist die nächste Challenge? Entkommen der Polizei, Max, und du bekommst das nächste Upgrade. Okay, Leute, 5 Sterne Polizei loswerden in dem Ferrari-SUV, das sollte möglich sein. Wow, die machen hier Straßenblockaden. Okay, Leute, alles klar. Warte mal, wir haben schon krasseres geschafft. 5 Sterne, das kriegen wir hin. Trick 17, wie immer erstmal aus der Stadt raus hier. Okay. Die bleiben auf jeden Fall ordentlich an mir dran. Oh, ich bin echt gespannt, was die nächste Upgrade sein wird. Haftbombe, bam!
So machen wir das hier. Und da vorne wieder eine Haftbombe. Oh mein Gott, was? Wir haben die weggesprengt. Sehr gut. Aber wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Warte mal, Leute. Hier ist, was ist das denn hier für ein Knopf? Sportmodus. Wir werden jetzt mal den Sportmodus aktivieren. Let's go. Wow. Okay, Leute. Let's go. Der Sportmodus ist an. Jetzt werden wir hier richtig schnell. Hört euch das mal an. Oh, jetzt hat der Wagen auch voll den krassen Sound. Wow. Okay, wir fahren 230, 250, 280. Wow, nein, ich bin durch ein Nagelbett gefahren. Nein. Das ist gar nicht gut, Leute. Ich glaube, wir haben Platten bekommen. Nein, Leute. Ja, wir haben wirklich 4 Platten. Nein, wie sollen wir denn so die Cops loswerden mit 4 Platten? Nein, das ist gar nicht gut. Okay. Warte, lass uns was überlegen. Wir müssen auf jeden Fall die Challenge schaffen, damit wir das nächste Upgrade bekommen. Oh ja, die 5 Sterne flackern. Das ist gut. Wir müssen hier den Berg hoch. Hier, schnell den Berg hoch. Die werden uns so nicht erwischen. Boosten. Ja, oh mein Gott, so schaffen wir es zu entkommen. Wow. Ich spring hier raus. Das war's komplett. Boah. Okay. Warte mal. Nein. Die dürfen mich nicht sehen. Oh Gott, verdammt, Leute. Verdammt. Okay, wir werden uns ganz kurz hier in den Busch verstecken und dann warten wir ab, Leute. Okay, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Die 5 Sterne sind weg. Alter, hey Mann, der hätte mir auch ruhig mal ein Auto mit gepanzerten Reifen geben können. So ist die Challenge ja voll schwer. Hey Mann, aber warte mal. Mein Handy klingelt wieder. Das ist bestimmt wieder der Game Master. Wir gehen mal kurz ran. Ja, hallo? Hallo, Max. Du hast die nächste Challenge geschafft. Alter, du hättest mir auch mal ruhig gepanzerte Reifen geben können, Junge. Begib dich zum Flughafen. Zum Flughafen? Okay, kriege ich da mein nächstes Upgrade? Find's raus. Okay, Leute. Na gut. Also ich sag mal, eigentlich hätten wir jetzt schon ein Upgrade verdient. Wir haben ja die Polizei losgeworden. Aber na gut, dann fahren wir jetzt erstmal noch schnell zum Flughafen. Let's go, Leute. Ey, Leute, ich bin jetzt hier am Flughafen angekommen. Aber was soll denn hier sein, Leute? Mann, ey, wann kriegen wir denn endlich das Upgrade? Okay, hier sind so ein paar Hütchen aufgestellt. Was ist das denn? Oh, Leute, warte mal, das Handy klingelt wieder. Hallo? Max, bist du bereit für die nächste Challenge? Ja, aber kriege ich erst noch ein Upgrade? Drück den Notfallknopf im Ferrari. Okay, Leute, wir drücken den Knopf in 3, 2, 1. Wow! Wow, Alter, Leute, was ist das denn? Hä? Ich glaube, das ist ein übelst krank umgebauter Porsche Cayenne oder Macan. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hä? Schaut euch das mal an, wie krank man hier einlenken kann. Die Achsen, die sind ja komplett anders und hier vorne so unsichtbar. Hä? Und wie lässt der Wagen sich denn fahren? Der driftet ja nur. Game Master, was ist denn die nächste Challenge? Die nächste Challenge ist, driftet durch die orangenen Pylonen, ohne eine Pylone zu zerstampfen. Alter, Leute, eine Drift-Challenge ist hier das nächste. Okay, dafür ist das Auto natürlich ganz gut hier. Okay, wir müssen hier durchdriften, durch diese Pylonen, ohne auch nur eine irgendwie kaputt zu machen. Okay, wir gucken uns das einmal hier an. Ja, okay, sollte eigentlich möglich sein mit dem Drift-Auto. Dann würde ich sagen, versuchen wir es mal. Driftmeister Crimex am Start hier. Okay, Leute, denkt ihr, wir schaffen das? 3, 2, 1 und okay, let's go. Wir müssen einfach nur vernünftig driften. Wow. Okay. Oh, man muss hier schon gut einlenken, Leute. Oh, keine Pylone berühren. Okay. Aber geht eigentlich gut, Leute, geht gut. Wow. Okay, ein bisschen übersteuert. Nein, nicht die Pylone. Oh, das war knapp, Leute, das war richtig knapp. So, okay. Woo! Alter, das läuft sehr gut. Das läuft richtig. Oh, hier werden die ein bisschen enger. Das ist hier schon Profi-Level. Das ist Profi-Level, Leute. Okay. Woo! Let's go, Leute. Yeah! Okay, wow. Das Auto ist echt cool. Das hat was, Leute. Echt krass getuned. Okay, Game Master. Ja, war das schon alles oder was? Gib mir eine krassere Challenge. Herzlichen Glückwunsch. Oh, du schaltest das nächste Fahrzeug frei. Oh, sehr gut, Leute. Okay, ich nehme an, ich muss hier wieder diesen Knopf drücken. Okay, Leute, machen das mal in 3, 2, 1. Let's go, Upgrade. Oh mein Gott, Leute. Was ist das denn? Ey, das ist ja das krasseste Auto überhaupt. Guckt euch mal diese LED-Effekte an. Oh mein Gott, aber auf welchem Knopf kann ich hier die Stelzen runterfahren?
Ich bin hier ein bisschen überfordert. Ach, okay, so, sehr gut geht das. Herzlichen Glückwunsch für dein nächstes Fahrzeug. Mit diesem Fahrzeug wirst du ein Rennen fahren. Verlierst du das Rennen, verlierst du alles. Oh mein Gewinnst Gott. Du das Rennen, gewinnst du das ultimative Auto. Boah, Leute, nur noch eine Challenge, dann kriegen wir das ultimative Auto von dem Game Master. Okay, ich bin gespannt, Leute. Aber Game Master, wo startet das Rennen? Und wer ist überhaupt mein Gegner? Warte hier, der Gegner wird gleich antreten. Okay, Leute, wir müssen hier warten, der Gegner kommt gleich. Was ist das für ein krank getunter LED-Ferrari, Leute? Okay, Leute, also ich glaube, wir sind eigentlich soweit ganz gut ausgestattet mit dem Wagen. Der ist echt super schnell, man merkt das schon und bremst vor allem auch krass. Also da können wir wirklich hier voll in die Kurve und dann bremst. Aber wo ist denn unser Gegner jetzt hier? Hat der Angst oder was? Und Nitro haben wir auch noch. Hey Leute, ich glaube, der Gegner hat Angst. Ich sag's euch, wie es ist. Anders, da geht's nicht, Leute. Check. Lila Ferrari, anstellen. Oh nein, Leute. Polizeikontrolle jetzt oder was? Ja, ist ja okay. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ich bin der Gegner fürs Rennen. Ach so, du bist mein Gegner. Hä, warum bist du denn in einem Polizeiauto? Der Police Department Service ist engagiert, um ein Rennen zu fahren. Mit dem offiziellen neuen Highway Patrol Car. Ja, dann mach mal dein Navigationssystem auf. Wir fahren jetzt ein Rennen bis zum Sandy Shores Airport. Okay. Das sind 7,9 Kilometer. 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, okay, der ist auch schnell, der ist auch echt schnell. So, ja, danke, mach mir mal direkt das Tor auf, dankeschön. Oh, okay, Leute, das ist kein einfacher Gegner, aber wir sind krasser. Okay. Alter, was ist das hier für ein heftiges Auto? Okay, wow. Alter, wir haben den übelst weggehauen. Wow. Alter, Leute, dieser Leuchteffekt ist zu krank, Mann. Oh nein. Nein, wir haben uns voll gecrashed, wir haben uns überschlagen. So, komm, 6,5 Kilometer. So, schnell, wir müssen uns beeilen. Oh. Ey, der Wagen ist schon so schnell, ich sehe ja schon nicht mehr durch. Nein, wo ist der Typ? Ich hoffe, der ist nicht vor uns. So, schnell. Okay, 5,9 Kilometer. Wo ist der Typ, Leute, wo ist der? Ich sehe ihn nicht mehr, das ist gar nicht gut, dass ich ihn nicht sehe. Hey, Mann, geh doch mal weg hier. Wir müssen wieder hier den Super-Speed-Modus aktivieren. Oh, ich höre das Sirene nicht. Es könnte sein, dass der irgendwo hinter uns ist. So, komm schon. Alter, Leute, man ist zu schnell mit dem Wagen. Das ist zu krank. Okay, jetzt geht's auf den Highway. Sehr gut. Ich glaube, wir könnten das schaffen. Schnell. Ich weiß nicht mal, ob der vor uns oder hinter uns ist, Leute. Oh, Alter, Leute, der Wagen ist so spinnend. Glaube ich, noch nie so ein schnelles Auto gefahren. Der ist unkontrollierbar, der Wagen. Warte mal. Der muss hier irgendwo sein. Ich höre eine Sirene. Alter. Hey Leute, wir haben nur noch 2,7 Kilometer und ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Das ist gar nicht gut. Oh, warte mal, da drüben ist er gerade entlang geflitzt. Habt ihr das gesehen? Auf der anderen Spur. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns richtig beeilen. Super Speed Modus aktiviert. Wow. Okay, wisst ihr was? Wir kürzen einfach hier ab. Moin, Meister. Okay, wieder den Super Speed Modus aktivieren. Mit diesen Wölfen hier an der Seite. So, Abkürzung. Und komm schon, Baby, ja. Nein, oh. Was? Hey! Hat der mich reingekriegt? Aber wir sind schneller, Alter. Yo, wie knapp das war. Alter. Hey, das zählt nicht, Mann. Wie, das zählt nicht? Du bist nicht gecrashed, Mann. Ja, ist egal, ich war vor dir da, Junge. So, zieh mal Leine, Junge, hier. Geh mal wieder schön deine auf Streife oder was du da machst immer. Alter, Leute, der Wagen sieht so krank aus, ne? Unfassbar, wie viele LED-Effekte der hat. Aber warte mal, wir haben die Challenge auch wieder bestanden. Das heißt, wir müssen jetzt auch wieder das letzte Upgrade bekommen in 3, 2, 1, let's go! Wow, Leute, was ist das denn? Alter, das ist ein Rolls-Royce, Leute. Stretch Limo LED-Variante. Ey, Alter, wie schnell ist der denn, Leute? Wir testen das mal. Und richtig schnell ist der auch noch. Junge, wie sieht der denn von innen aus? Wir müssen uns mal das Interieur anschauen. Guck mal, hier sogar mit Sternenhimmel und beleuchtete Sitze und alles. Wie krass, Freunde. Und der Game Master ruft nochmal an. Hallo? Herzlichen Glückwunsch, J-Crimex. Um die Autos zu behalten, beziehungsweise das geupgradete Gottesauto, ja, musst du schaffen, Touren zu beeindrucken. Sagt das Schmalspur zu dem Fahrzeug? Ist alles vorbei. Nein, was? Wir müssen Touren anflexen mit dem Auto?
Leute, Tuan ist, glaube ich, der am schwersten zu beeindruckende Mensch, den ich kenne. Aber vielleicht könnten wir es mit dem Auto schaffen. Ich meine, es ist immerhin ein krass getunter Rolls-Royce, Leute. Naja, gut, wisst ihr was? Wir fahren jetzt mal zu Tuan rüber und dann hoffen wir mal, dass er das Auto krass findet, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich bei Tuan angekommen. Und falls ihr euch fragt, ey, Tuan wohnt doch gar nicht hier. Leute, Tuan hat sich was Neues gebaut. Er hat natürlich noch seinen Tempel am Hafen, aber er hat sich irgendwie hier so eine Ferienresidenz gebaut. Und zwar Tuan Town hier mitten am Casino, Leute. Irgendwie ist das total krass. Wir waren jetzt auch schon länger nicht mehr in GTA gewesen. Das hat er in die letzten Wochen und Monate gebaut. Wir fahren jetzt mal rein. Das ist Tuans komplett eigene Stadt hier. Also der Typ ist echt zu reich. So, wir fahren da mal rein. Oh, Leute, da ist er. So, Tuan? Hi, Max. Oh, warte, gerade, ich muss gerade hart nachdenken. Guck mal, ich blog deine Meinung. Ja, über was denkst du nach? Guck mal, da ist aus so massivem Gold mit den Steinen bloß dein 5 Millionen. Aber irgendwie ist mir das zu smallspool. Oh, Leute, ihr merkt schon, Leute, der Junge, der kennt schon alles. Was hältst du denn davon, wenn du statt Augen Diamanten nimmst? Ja, das stimmt, das kann sein. Und die Statue zimmer größer, oder? Ja, man kann die natürlich noch größer machen. Ja. Ich glaube, das ist dann ausleistend. Du, Tuan, du bist ja der Experte fürs Flexen, ne? Wenn jemand weiß, was krass ist und was Schmalspur ist, dann bist ja wohl du das, ne? Ja, stimme ich voll guys zu. Und zwar, guck mal, ich hab hier was selbst du krass finden wirst. Was denn? Wo denn? Und zwar einen aufgetunten LED-Langversion Rolls-Royce. Ich meine, guck dir mal diese LED-Beleuchtung an hier. Guck mal, wie krass das aussieht. Und setz dich mal hinten rein. Du bist doch der Chef, okay. Genau. Guck mal, die ganzen Monitore und sowas da hinten drin. Ja, warte mal. Mal erstmal vorne testen, ne? Okay, oh ja. Du siehst auch überall Sternenhimmel drin, ja? Ja, okay, das nimmst du mal. Oh, das ist ja mit Mehrfachsitzen. Ja, klar, natürlich. Da kannst du eine ganze Gang mitnehmen. Und jetzt, was willst du jetzt von mir? Ja, ich wollte fragen, ob du den gut oder Schmalspur findest. Also. Oh Leute, hoffentlich findet ihr ihn gut, Mann. Negativen Sachen werden vielleicht. Wir müssen die positive Sachen in unserem Haus. Okay, Max, ich glaube, ich bin zu einer Entscheidung gekommen. Oh Gott, okay, ja. Aufgrund von meiner Expertise zwischen Smallspool und Mackel? Ja. Würde ich sagen, das Auto macht dich zu einem. Nein, er wird Supermacher! Wow! Ja, Leute, Tuan findet's krass. Oh, sehr gut, gefällt mir. Weißt du was, Tuan? Ich hab das heute bei so einer Upgrade-Challenge bekommen. Ich schenk dir den Wagen. Ich hab ihn schon zweimal. Ach so, du hast ihn schon. Ach so. Ja, gut, dann alles klar, dann werde ich ihn behalten. Ja, gut. Oder weißt du was, ich hab eine bessere Idee. Ja. Wir haben schon lange nichts mehr kaputt gemacht, Tuan. Oh, ja! Jetzt, du besserlistiger Macker! Das ist Flexen! Hol was Tolles und mach kaputt! Oh nein, der ist gepanzert. Ich glaube, wir brauchen da stärkere Geschütze. Hey, Tuan, hast du was Krasseres als meinen Raketenwerfer hier? Oder Granatenwerfer? Ja, ich hätte was. Ja, pack mal aus. Hey, Leute, was wird Tuan jetzt damit machen? Oh. Hey, Leute, ich glaube, Tuan macht einen Schlag der 1000 untergehenden Sonnen, Alter. Wow, guckt euch mal seine Hand an! 1000 Sonnen! Boah, wow! Alter! Wow. So, das ist Flexen! Das ist Flexen, wenn man teure Sachen durch die Luft wirft. Oh Mann, ey. Ja, okay, sehr gut, Tuan. Ich bin mal wieder zu Hause. War schön, dich mal wieder zu sehen. Tschüss. Ja, dich auch. Mal gut. Ey, Leute, das war's gewesen für die heutige Episode. Wir haben Autos geupgradet. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex. Tschüss.